Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Das Wetter ist richtig gut und der Auftragsort dieser Partie ist der Deutsche Bank Park. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Es wurde in den vergangenen Tagen viel über ihn diskutiert, denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Ja, möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis, das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's. Da ärgern sie sich, Ballverlust. Klasse Pass, das könnte die Gelegenheit geben. Ganz souverän hier vom Torhüter. Eintracht Frankfurt will seinen Fans heute mehr bieten als beim Unentschieden im eigenen Stadion, als man das mit dem VfB Stuttgart zu tun hatte. Sie wollten natürlich mehr als das 2:2. Ich vermute aber, heute wird es in eine ähnliche Richtung gehen. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Er seitet einen klasse Keeper aus. Ecke kommt in 16. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Da kommt die Ecke. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh aufgegangen, früh gestört. Krasse Aktion. Tja, sie können zunächst klären. Wir sind hier nochmal in der Wiederholung, aber es ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Sieht vielversprechend aus. Gefährlich jetzt. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Rode. Mora weg. Fairer Einsatz hier. Fängt diesen Ball ab. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits.
Mora weg. Ja, abseits, richtig. Burigo. Milo Drašica. Oh, da ist er durch. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Nico Schulz. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier den zweiten Treffer. Die Gelegenheit. Das war knapp. Andrew Ayew. Noah Joel Saren Renbase. Chance. Die Chance lebt noch. Damit hätten sie hier wieder rankommen können. Wenn sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen sie zurück in die Partie kommen? Burigo. Ball bis jetzt verloren. Frühes Stören jetzt. Flanke abgeblockt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Geht nach innen. Da schießt er. Was für ein Tor. Der geht flach rein. Da war der Böker nicht schnell genug unten. So, nochmal die Wiederholung der Szene. Jetzt der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Das war ein Ballverlust. Da geht es ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Eine Minute Nachspielzeit. Nachspielzeit, eine Minute. Und da ist der Ball wieder weg. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3-0. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Guter Vorstoß, kann was werden. Flanke jetzt. Erstmal geklärt. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Die Chance auf den Konter. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für RB Leipzig. Der neue Spielstand heißt 2-0. Gespielt sind 47 Minuten. Vielen Dank für die Info. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. Und das können Sie sich natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Nico Schulz. Ball wieder bei Schulz. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Der Konter wird abgefangen. Auf außen ist Platz. Er
dem Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Dem Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier den dritten Treffer für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind hier 64 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Jetzt kommt hier der Wechsel. Gibt es wieder ein die Augsburger sind also in Kürze wieder am Start. Ja, es geht gegen Werder Bremen im nächsten Bundesligaspiel. Und da sind sie wohl eindeutig der Favorit. Chance auf Hand jetzt. Die Gelegenheit. Er kann abwehren und der Ball bei dem Spiel. Ecke. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. In Köln regnet es, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu einem Spiel hier im Rhein-Energie-Stadion, bei dem aber natürlich dennoch ziemlich gute Bedingungen herrschen. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dem Spiel. Die Nummer 38, Birger Verstraete. Die Nummer 16, Marcel Risse. Die Nummer 11. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Sebastian Andersson. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außenstürmer. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Nico Schulz. Könnte jetzt was werden. Er ist frei, der kann was draus werden. Er hat den Ball. Ja, da hat er ja keine große Mühe. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, sie sind wirklich stark, und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier beste Chancen. Nico Schulz. So dreht geschossen, Torwart ohne Chance. Also wenn der Ball mit viel Tempo dahin geht, dann ist er überall. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Spielfeldrand. Große Freude über diesen Führungstreffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Armin Younes. Bourigeau. Ball ist bei Schutz. Ja, könnte was werden. Gute Aktion. Da hat er die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Nico Schulz. Sie haben Platz. Kommt jetzt die Flanke rein? Keine gute Flanke, einfach zu halten. Hector. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Das könnte die Chance werden. Macht er gut. Jetzt ist er auf und macht er das Tor. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Klare Abseitsposition. Da geht ihnen eine dicke Chance durch die Latte. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht den Platz nichts aus, trotzdem angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv, vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannung. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Geht dazwischen und hat den Ball. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Skiri. Jetzt ist der Platz da. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Ja, das ist Pressing. Die Gelegenheit. Und das Tor. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Eine Minute wird jetzt noch eine Minute über Nachspielzeit. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier.
mit der Frankfurter Führung steigen wir ein in die zweite Hälfte. Gutes Spiel bislang von der Eintracht. Sebastian Andersson, neu dabei, die Nummer 9, Luka Jovic. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Jetzt gibt's hier die Ecke. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Die Ecke kommt. Ja, sie können erstmal klären. Da gibt es schon wieder Eckstoß. Ecke in die Mitte. Da können sie klären. Den Ball köpft er ins Seitenhaus. Gurigo. Spielerwechsel beim 1. FC Köln. Vom Feld gegangen. Sie wechseln aus. Luis Schaub. Nur auf dem Feld die Nummer 18. André Duda. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den 1. FC Köln. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Und das klingt nach einer richtig attraktiven Partie. Ich bin gespannt. Gurigo. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ganz klar sein Ziel, gut zu sehen. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Neu im Spiel, die Nummer 5, Philipp Kostic. Skiri. Klasse Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Er ist erst seit ein paar Minuten und schon macht er die Gute. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und den Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell und zu schnell. Versenkt das Ding eiskalt. Sie holt sich den Ball. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man nicht drum rumreden. Milo Drašica. Klasse mit der Hacke. Sieht gefährlich aus. Offensive steht. Es gibt Einwurf. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Gute Balleroberung. Was machen Sie daraus? Gute Aktion vom Torwart. Immer wieder großartige Erfolge. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Geht gegen Real Madrid im nächsten Spiel, im Achtelfinalrückspiel der UEFA Champions League. Und da dürfte es ein richtig. Er kann es machen. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, ich denke, das ist ganz gut.
Das Resultat ist doch ziemlich...